So, hallo, wir machen weiter bei Jam 2. Wir sind im Wald der Steroidenbrüder angekommen, welches ein Secret Exit hat und von Yolpin Gamla ist. Dann gucken wir doch mal rein, was hier so steroidisch bei den Brüdern ist. Wahrscheinlich sind es die, das müssen ja entweder die Hammerbrüder oder die ganzen Feuerbrüder-Typen sein. Und die sind vielleicht irgendwie stärker, wenn die auf Steroiden sind. I don't know. Ja, die sind ein bisschen crazy drauf. Hm. Ja, ich verstehe das. Okay. Oder wäre ein Pilz gewesen. Okay, das ist also so ein Level. Die sind also nicht stärker, die haben einfach nur einen Schuss jetzt. Das war klug. Die kriege ich aber wieder. So, die kriege ich sogar wieder. Haha. Kann ich nämlich gleich den wegzünden und habe eine Shell dabei jetzt. Eine Feuerblume wollte ich erst. Ah, toll, die nützt mir viel. Die nützt mir sogar sehr viel. Ah, die wird hier Gold wert sein. Der trifft mich eh nicht, egal wohin er geht, ne? Jo. Aber wie soll ich jetzt da? Ja, ich habe kaum eine Möglichkeit, da hochzukommen. What? How? Wie? Wann? Oha. Wir machen das nochmal neu. Ja, genau. Wenn deine... Hä, ist da noch einer? Oder ist der aus... Okay, er ist ausgewichen, aber ich habe ihn dann trotzdem nochmal erwischt. Ah, nice. Meet Y Point Dog. Okay, also die Blume muss ich auf jeden Fall behalten. Ach, jetzt Gold ist auch noch. Oh. Nice. Okay, ich könnte auf jeden Fall wieder eine Blume bekommen, wenn ich drauf gehe. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Oh, ich habe einen Schlüssel verpasst. Irgendwo war ein Schlüssel auf dem Weg hierher. Okay, gut zu wissen. Aber allzu viel... Toll. Toll. Aber allzu viel kann es nicht gewesen sein, was ich da... Ach, Mist. Was ich da verpasst habe. Ach, Mist. Weil, da waren ja nicht viele andere Blöcke, die möglich wären für einen Schlüssel. Also kann ich eigentlich gar nicht so viel verpasst haben, außer er ist in dem Raum irgendwo versteckt. Aber das wäre fies. Er könnte natürlich hier oben sein. Nein, okay. Aber da muss ich jetzt jeden Block durchprobieren. So viel zu jedem Block probieren. Er könnte auch hinter einem Baum sein. Die Bäume sind ja nicht sichtbar. Nicht. Ah, jetzt! Durchsichtig. Er könnte auch hier über dem Block sein. Mach dich weg. So, da schon mal die Blume. Ah, in so einem Block wird er drin sein. Jo, Schlüssel gefunden. Das heißt aber, wir müssen gleich nochmal dahin spielen. Na, großartig. Ja, da habe ich ja Bock drauf. Na, Mist. Also ohne die Blume wird das hier echt ungünstig. Das Ziel. Nein, den nehme ich nicht. Den nehme ich nicht mit. Den nehme ich nicht. Oh, was ein Dummer.
wirft er plötzlich nach links. Mann. Okay. Aber dann wissen wir jetzt auch, Entschuldigung. Dann wissen wir jetzt auch, wie das Secret Exit geht. Da kann ich jetzt einmal ganz schnell durchgehen. Haben wir jetzt alle schon gesehen hier. So viel zu schnell durchgehen. War hier nicht irgendwo eine Feuerblume? Ach nee, die... Ich weiß wieder, wo die war. Die war in dem Notenblock hier, wenn man alles behalten hat. Genau. No! So, und dann habe ich... Das habe ich blöd gemacht, aber den kriege ich ja trotzdem weg. Easy. Und jetzt kommt gleich wieder der Kollege mit dem... Ja, der da. Also, okay, wenn man das weiß, dann ist das eigentlich gar kein Thema. Gut. Jetzt muss ich den da unten schnell wegzünden. Dass ich hier Zeit habe. Yes. Yes. An den Schlüssel. An den Schlüssel ranzukommen. Das ist doch nicht so schwer. Das werden wir doch wohl ohne Hilfe hinbekommen. Ich meine, das ist doch wirklich nicht schwer. No! Brauch die! Ich muss schneller darüber, deutlich schneller. Das ist so knapp, das gibt's doch nicht. So, hier setze ich jetzt ein. Einfach, dass wir diesen Anfang nicht immer wieder neu machen müssen. Jetzt! Nice. Hab ich nicht gemacht. Oh man. Egal, egal. Hauptsache wir haben den Schlüssel. Ja. Alter, das gerade, ne? Das ist wieder so typisch. Egal, Hauptsache wir kriegen den Schlüssel. Ja, Mensch. Wir haben jetzt so ziemlich auf alle Art und Weisen den Schlüssel verpasst, wie man den Schlüssel verpassen kann, glaube ich. Wie wäre es, wenn wir ihn jetzt einfach mitnehmen? Das sieht gut aus. Das sieht perfekt aus. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Wirklich nicht. Ah, das ist unten. So. Meine Güte. Okay, das wird hier hin. Also wir können jetzt Super Serious Fishing Place oder Dance de Rachenitza spielen. Wir spielen Dance de Rachenitza. Von Moderator und Him. Okay. Oh.
Ich hab's. Ich bin genau gesprungen, als es. Genau verkehrt rum. Das ist lustig. So. Zu langsam. Ich dachte, ich schaff's nicht. Ah, das ist cool. Ah, jetzt langsam. Okay. Wow, da muss man echt schnell sein, okay. Ja, es ist gar nicht so knapp. Ah. Ah. Okay. Oh, vorbei mit dem Lied. Wahrscheinlich nächster Part nochmal. Ja. Oh, das gibt's doch nicht. Nein, ich brauche doch Yoshi. Ich muss den bestimmt. Nee, ich kann den gar nicht mitnehmen, oder? Ich muss den gar nicht mitnehmen. Ich dachte, ich muss den mitnehmen. Ah. Ah, ich bin. Jetzt. Wieder nicht. Muss ich es anders machen, als ich es bisher denke? Das war dumm. Oh, ich kann ihn. Ah. So muss ich das machen. Verstanden. Jo, was? Da muss ich zwischendurch auf die Säge, oder? Safe muss ich zwischendurch auf die Säge. Nee, das war nix. Hilfe! Okay. Okay, jetzt muss ich noch einen Off suchen. Nee.
Nee, nicht von da. Ah, jetzt habe ich den gleichen Fehler gemacht. Ich muss... Ach! Nee. Doch. Ich muss, wenn der aus... Kurz bevor der aus... Ja, so nämlich. Oha. Ja, chill. Wait, ist das jetzt schneller geworden? Jo, das habe ich nicht bestellt. Aber hat jetzt nicht schwieriger gemacht. Uff. Uff. Das war interessant. Sehr interessantes Levelkonzept. Okay, noch ein Secret Exit Level. Springtime is never pleasant when it comes in boxes. Von Rich Ashley. Und Rich Ashley ist... Yugui hat man, glaube ich, noch gar nicht. Bin mir nicht sicher. Ich stehe also hinter dem gelben Ding. Gut zu wissen. Okay, ich krieg den nicht kaputt. Auch gut zu wissen. Was ist passiert? Mit dem Springboard. Und mir. Going on. Okay, wir wollen das nicht. Ah ja. Also wenn ich den auslöse, mache ich automatisch einen Jump. Jetzt ein Munch oder was raus? Bei dem einen kommt eine Münze raus, bei dem anderen Munch oder was? Ne, da kommt der. Hä? Kann ich jetzt einfach noch. Okay, jetzt ist wieder alles normal. Das war es wieder komplett. Alter. Was ist das denn für ein verrückter... Ist das ein Glitch oder ist das so... Weil normal passiert so ein Quatsch ja nicht. Oh, by the way, Western Girls Dings. Hat man schon mal in dem... Ich bin blöd. Hat man schon mal in dem... Street Fighter Level... Oder war das das? Ich weiß es nicht mehr. Ja, doch, genau. Dum, dum, dum. The ancient Greeks used to hide in pipes in order to avoid the maledictions of the terrible god called Sprongbad. Das heißt, um den jetzt, damit dieser Effekt nicht passiert, muss ich in dem Moment durch Röhren gehen, während dieser Effekt passieren sollte. Zu langsam. Und dann muss ich direkt wieder zurück jetzt, oder wie?
erstmal wieder zurück. Und jetzt kann er das auslösen. Das wird Und jetzt muss es mich aber hochzünden. Wie hoch zündet mich das Ding? What? Das ist ja komplett verrückt. Was? Ich bin sprachlos. Hallo Fisch. Okay. Kann ich den killen? Ist das gut? Hätte ich ihn am Leben lassen? Danke. Hätte ich ihn am Leben lassen müssen? Nee. Ich meine, was soll der mir nützen? Ah, dann muss ich jetzt wieder. Das war zu langsam. Der kann nichts auslösen. Außer das. Ich wollte jetzt zurück, aber es ging ja gar nichts. Es ist ja keine blaue Röhre. Wait, aber jetzt? Ja. Achso, jetzt habe ich aber genug Zeit, um hier durchzukommen. Und dann kann er das auslösen und er kann es auch gleich lassen. Hier passiert doch was. Hier passiert einfach nichts. Was zu... Okay. Nee, ist in Ordnung. Nee, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist einfach in Ordnung, okay? Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Ich verstehe das. Und das Ding ist, das Ding hat einen Secret Exit. Wo? Das kann ja über... Was? Also hier am Anfang kann es nicht sein. Ich muss jetzt sofort hier... Oh, ich habe ihn gefunden. Aber wie komme ich da ran? Verstanden. Der ist ja super. Der ist ja simpel. Also der Anfang ist simpel, um an den Secret Exit dran zu kommen. Wo dann genau der hinführt, weiß ich natürlich noch nicht. Ah, das ist super. Ich dachte, ich treffe das Ding. Oh mein Gott, ich treffe das jetzt nicht, oder was? Dann schmeißen wir es halt von da. Jetzt ist das andere weg. Okay, das Ding richtig zu platzieren, ist natürlich noch die Kunst. Aber im Grunde ist es sehr simpel. Zumindest der Anfang. Der Anfang. So. Aber okay, jetzt geht das. Jetzt kommt der zweite Teil vom Level sozusagen. Okay, der tut mir nichts. Ist aber schlecht, weil ich brauche das Springboard. Reset. Aber ich komme aber nicht mehr ran. Ah, das heißt, ich muss von hier aus den abschießen. Verstanden. Dann schießen wir halt jetzt so lange, bis es passt. Dann killt's mich! Ich muss also gleichzeitig hier aus der Wand rauskommen. So. Ah ja. Oh, Gott sei Dank. Da kann ich einfach drüber laufen, ne?
Are reforest dated with ASM? Rebirth of Crystallized Knowledge System oder Super Serious Fishing Place. Was auch immer für ein Level wir davon spielen, wir werden es im nächsten Part erfahren. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.